Hallo zusammen. Ja, heute war ganz schlechtes Wetter. Nun, es gibt für Musikanten Schlimmeres. Dann kann man sich den ganzen Tag in seinem Hobbyraum aufhalten. Und es gibt heute auch noch ein zweites Video. Ich habe die Frage bekommen, kann ich Audiodateien, Wave-Dateien auf das Multipad legen? Selbstverständlich geht das. Ich habe mir eine Wave-Datei von einem Babygeschrei auf den PC geladen. Und dann auf den USB-Stick. Den habe ich hier im Keyboard eingesteckt. So, und ich zeige euch mal, wenn ich auf die Taste USB gehe, Audio. Hier zum Schluss habe ich Baby 2. Das ist also meine Wave-Datei. Und das Ganze in die Multipads reinzubekommen, ist ganz einfach. Select Audio Link. Und der legt gleich eine eigene Audio Link-Datei an. Ich wähle einfach den ersten Speicherplatz. Meine Übersichtsseite vom USB-Stick geht auf. Auf der dritten Seite hatte ich Baby und das war's schon. So einfach, passt natürlich zum Babysitter. Probier's gern selbst einmal.